Was kann er noch, der Markt? Wozu ist er noch in der Lage? Im Moment sieht es gar nicht so übel aus, denn wir haben einen Rücksetzer erlebt, wieder mal beim DAX. Wir sehen das hier im Index, der, na, sagen wir mal, einigermaßen typisch ist vom Verlauf. Einfach nochmal so auf das letzte Niveau, so halbwegs wieder angedockt, so diese Zwischenhochs hier. Aber das ist gar nicht so relevant. Wir sehen, es ist relativ wackelig nach unten. Und das ist für uns immer so das Indiz. Irgendwie ist es noch nicht das, was wir suchen, wenn wir wirklich einen bärischen Markt haben. Im Gegenteil, wir sehen hier im 5-Minuten-Chart, dass es sogar hier im Verlauf wieder relativ zügig nach oben gibt. Und das gibt doch einiges an Mut. Gucken wir also nach Amerika. Schauen wir mal drauf, wie es da aussieht. Und da will ich gar nicht so sehr auf den Index. Gehen wir gleich auf den Future-Markt hier, Dow Jones beispielsweise. Und da sehen wir, da hatten wir natürlich auch eine Abwärtsbewegung. Und das ist so schön mustergültig. Das ist eigentlich so ein Klassiker, wie der Markt aussehen kann, wie der Markt aussehen sollte. Auffällig ist, das aktuelle Tief ist hier an dieser Stelle. Dann haben wir natürlich hier was, was relativ aggressiv ist. Und dann haben wir hier nochmal eine Marke. Und wer das hier schon eine Weile verfolgt, der weiß, das wäre auf jeden Fall ein valider Trigger für die Long-Seite. Das heißt, wenn der Markt jetzt hier durch diese Marke hier läuft, dann müsste eigentlich der Trend sich fortsetzen. Und der war, wir erinnern uns, ja durchaus nach oben gerichtet. Also mindestens mal der Dow Jones, der lockt hier mit möglichen Käufen. Und mit der Chance, dass es weiter nach oben geht. Man sollte nicht zu aggressiv hier reingehen. Es gibt natürlich noch eine etwas aggressivere Variante. Das ist einfach hier das letzte Zwischenhoch hier an diesen kleinen hier orientiert. Verwende ich persönlich nicht ganz so gerne, weil wir damit immer noch voll im Trendkanal sind, der gerne nach unten geht. Das heißt, Long in der Abwärtsbewegung ist ein bisschen Geschmackssache. Auf der anderen Seite kann man sich natürlich überlegen, ey, cool, guck mal, wie scharf hier auf 5-Minuten-Basis der Markt nach oben geht. Das sieht zumindest mal nicht nach einer echten Schwäche aus. Und wer ein bisschen noch Geduld vielleicht besitzt, der kann sich vorstellen, vielleicht sieht das ja auch im weiteren Verlauf so aus, 1, 2, 3, 4, 5 und dann hier wackelig runter und dann hat man hier am Nachmittag noch ein bisschen Spaß auf der kleinen Ebene und kann dann dieses kleine Bild mit Ausbruch hier zwischenhoch dann auf die nächstgrößere dann projizieren, sprich dann sagen, oh komm, ich gehe da gar nicht raus mit den Gewinnen, sondern das, was ich hier als kleine Bewegung habe, das triggert ja immer wieder neue Ideen hier nach oben und wir haben dann zumindest nochmal Chancen hier 27.800. Das ist jetzt kein Versprechen, dass wir die erreichen, auch nicht zwangsweise heute Nachmittag, aber zumindest mal wäre es bei Erreichen und Triggern dieser entsprechenden Levels hier durchaus typisch, dass der Markt dann diese Fortsetzung dann auch tatsächlich anstrebt. Denn abwärts ist hier nun mal sehr korrektiv. Kurzer Vergleich mit den anderen amerikanischen Titeln. Da ist das Bild nicht ganz so deutlich. Ja, dann nehmen wir lieber diesen hier. Da ist das Bild nicht ganz so deutlich, wenn ich mir das angucke. Es ist, man sieht das hier schon vielleicht noch nicht mal fertig, die Korrektur. Das ist der S&P 500 hier gemessen auf Intraday-Basis hier am Future. Beziehungsweise der Nasdaq. Also da ist der Dow vielleicht ein bisschen vorauseilend. Deshalb ein wenig Vorsicht sollte man da schon noch gelten lassen. Deshalb ist mir das mit den Triggern so wichtig. Also er soll es auch wirklich zeigen, dass er die oberen Marken dann gewillt ist zu durchstoßen. Ansonsten hat man hier ganz schnell dann auch das ein oder andere Problem, sprich eine Position am Hals, die irgendwie doch in die falsche Richtung orientiert ist. Gold entsprechend im Moment auf der Abwärtsseite unterwegs. Das muss natürlich nicht so sein, aber wir hatten es jetzt mehrmals schon angesprochen, die Abwärtsseite eigentlich noch typisch. Wir haben jetzt auch eigentlich dieses letzte Tief hier durchstoßen. Also übergeordnet können wir sogar unsere Einstiegstrigger-Levels jetzt hier ein bisschen anpassen auf das letzte Zwischentief, weil wir hier schon drunter sind. Und wir erinnern uns, wir haben hier eine Tiefmarke. Wer es nicht erkennen kann, das ist ungefähr 1450 plus minus ein bisschen was. Aber hier so in etwa, da ist doch der ein oder andere Unterstützer, der hier im Markt liegt. Noch sehen wir das nicht im Kurs, noch sind die Dynamiken sehr stark nach unten gerichtet. Vielleicht kann man das sogar intraday nochmal für einen weiteren Short nutzen. Wir haben das ja immer wieder mal in den letzten Tagen auch rangebracht und da den ein oder anderen Gewinn dann realisieren können. Es ist also durchaus realistisch, dass sich das nochmal fortsetzt hier nach unten. So sieht es zumindest aus. Aber Chance auf Bodenbildung naht, deshalb da bewussten Auge draufwerfen. Chance auf Bodenbildung hat auch der Euro. Das nochmal ein Bild, das wir vor kurzem gezeichnet hatten. Wir haben tatsächlich aktuell, wenn auch am rechten Ende, das so genau kann ich das aber auch nicht timen. Ich bin kein Wahrsager, nicht, dass Sie das verwechseln. Trotz alledem, das ist so eine typische Zielmarke gewesen. Da sind wir tatsächlich reingelaufen. Und jetzt kommt der Kurs so ein bisschen aus der Hüfte. Es ist noch nicht mega, wenn ich ehrlich bin.
Das hat die Welt schon schöner gesehen. Wir haben Gegenbewegungen. Das an sich stört mich noch nicht, aber die Gegenüberlebung über Bewegungen sind überlappend. Und das ist eben nicht das schönste Bild. Also ich kann mir sogar noch vorstellen, dass wir noch mal einmal tiefer gehen. Insbesondere, wenn wir so diese letzten Zwischentiefs noch mal triggern. Das sollte er idealerweise nicht machen, insbesondere nicht sehr dynamisch. Ich mache noch mal alles hier raus. Was ich jetzt gar nicht schick finde, für die bullische Seite zumindest, wenn er sehr stark da auf dieses Niveau, auf so ein letztes Zwischentief hier drauf zuläuft, eher noch sogar wackelig nach oben. Das wären alles so Indizien dafür, dass es doch vielleicht noch mal einmal ein bisschen tiefer geht. Also es ist möglicherweise noch nicht das allerletzte Wort gesprochen. Kommt er aber doch noch mal ein bisschen hier in den Vorschub, das heißt läuft in diese Richtung, was ebenfalls denkbar ist, dass er so dieses anfängliche Rumgeplänkel, so dieses Leading Diagonal, sagt man dazu, auch wenn er das ein bisschen hinter sich lässt und dann eben wackelig runterkommt, das wäre dann eigentlich ein gutes Zeichen dafür, machen wir das Wackelige nochmal andeutungsweise, dass dann doch die Long-Richtung geht. Und dann wäre ja wieder die Aufwärtsrichtung mit Mindestzielen 1,11,80 von mir aus, also das Überschießen hier, und wir erinnern uns, übergeordnet wäre dann auch durchaus Schnellplatzrichtung sogar 15 und höher. Vielleicht nicht auf einen Schwung, aber damit können wir und dürfen wir auf jeden Fall rechnen. So viel die charttechnische Einführung für heute. Entschuldigung, ich hoffe, Sie kommen gut rein in die Woche, sind immer auf der richtigen Seite und dann hören wir uns morgen sehr gerne wieder.